Moin Anime-Fans, ich bin Ferus aus einer eher ungewohnten Perspektive, weil wir uns heute wieder alten Anime-Zeitschriften widmen werden, wie zuletzt der Mega-Hero, bloß ist es diesmal die gute alte Yukiko, der Girls-Variante von der Mega-Hero. Mal gucken, ob die uns ebenfalls sehr gut gefallen wird. Ja, dann wollen wir doch auch mal direkt gucken, was die Yukiko uns zu bieten hat. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht unbedingt die Yukiko in irgendeiner Weise verfolgt. Ich war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe dafür. Aber wenn es die Möglichkeit gab, habe ich da auch mal mit reingeschaut. Und hier habe ich ein ganz spezielles Exemplar, nämlich Ranma an Hype in der Titelstory, nämlich die Ausgabe 02/2006. Da war als extra anscheinend ein süßes Adressbuch drin im Yukiko-Design. Ich weiß jetzt nicht, was das in irgendeiner Weise zu bedeuten hat. Und hier oben steht auch nochmal das Anime-Magazin für Girls. Und, noch viel interessanter, es gab die Ranma an Hype-DVDs zu gewinnen. Das hätten sie auch gerne in die Mega-Hero packen können. Dann hätte ich heute nicht das Problem, was ich nun mal habe, nämlich, dass ich die DVDs nicht in meiner Sammlung habe und auch erstmal nicht bekommen werde. Coole Girls, das wird sehr interessant, wer da aufgeführt ist und wer ist das Traumpaar? Wer hat da wohl gewonnen? Da bin ich schon sehr, sehr drauf gespannt, Leute. Ich kann es kaum abwarten. Wie das nun mal sein muss, in einem sehr guten Heft fängt das Ganze mit Werbung an, in dem Fall von Winx Club. Habe ich nie wirklich richtig verfolgt. Ein paar Episoden natürlich, war ganz cool, auch das Intro war nett. Die Realserie, die ja noch gar nicht so alt auf Netflix ist, war okay, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Hier gibt es Sammelkarten, vielleicht hat die ein oder andere ja die noch zu Hause. Auf jeden Fall lief es wohl um 13.20 Uhr zu der Zeit auf RTL 2. Da war ich, wenn es hochkommt, gerade mal zu Hause. Wer sich noch an mein Video für die Mega Hero erinnert, der weiß natürlich, dass die ersten Seiten mit News gefüllt waren. Hier sieht das ein bisschen ähnlich aus, wenn auch nicht komplett. Dann gibt es hier nämlich sowas wie Steingärten, Orte der Ruhe. Selbst Japaner müssen sich die Bedeutung der Steingärten erklären lassen. Ist jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit. Zumindest, okay, ist es schon eine Neuigkeit, dass Japaner sich das erklären lassen müssen. Aber Ranma ist wieder da. Das ist schon eher eine News. Nämlich am 7. Februar 2006 kam Ranma wieder ins TV, nämlich mit einer Wiederholung der ersten Staffel, also leider keine neuen Folgen. Ninja Turtles kommen ins Kino. Und ganz rechts hier vielleicht ganz interessant, der TV-Guide, zumindest in abgespeckter Form. Da unten natürlich dann direkt die Werbung für die Mega-Hero, also Girls, ne? Falls ihr tatsächlich einen kompletten TV-Guide haben möchtet, dann müsst ihr leider die Mega Hero kaufen. Da habt ihr Pech gehabt. Aber für alle, die es wissen wollen, Labello und Co. sind in, jetzt überhaupt keine Schleichwerbung oder so, und Kalorienzählen sind out. Ne? Also ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und dann haben wir auch gleich das, worauf ich mich mit am meisten gefreut habe, nämlich, wer sind die coolsten Girls im Anime-Bereich? Und ich schätze mal, das ist genauso aktuell damals wie heute. Hat jetzt anscheinend kein richtiges Ranking wie Platz 1, Platz 2, Platz 3. Das finde ich auch ganz gut, sondern geht einfach nur die Mädchen durch. Hier zum Beispiel Akane Tendo hat einen Coolness-Faktor von 5 von 6 und einen Kuschelfaktor von 2 von 6. Das kann ich ein wenig nachvollziehen, die Bewertung. Sanft mit ihren Schweinchen kuschelt Akane gern. Okay. Gut, wenn sie dann mal wüsste, wer Pichan in Wirklichkeit ist. Maron Kusakabe haben wir ebenfalls dort oben. Sie hat einen Coolness-Faktor von 4 und einen Kuschelfaktor von 5. Okay, weiß nicht, woran das jetzt festgemacht wird. Und Kagome Higurashi, natürlich unsere Heldin aus Inuyasha, ist auch dabei mit einem ähnlichen Coolness-Faktor von 5. Ein mehr als Maron und ein Kuschelfaktor von 4, der genauso, nee, ein niedriger ist als von Maron. Kagome wird von den meisten Leserinnen verehrt. Ich glaube, das trifft heute auch noch ganz gut zu, oder? Gehen wir einfach mal weiter. Wen haben wir denn noch dabei? Dann haben wir noch Nami. Dass ihr Kuschelfaktor nur 2 ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und ihr Coolness-Faktor, klar, 6 von 6. Es geht kaum cooler als Nami. Ran natürlich. Jetzt, das ist hier ein bisschen falsch, glaube ich. Sie hat hier auf der Anzeige hat sie 2 von 4 Kuschelfaktor und auf dem Blatt steht 4 von 6. Ein bisschen merkwürdig. Ein Coolness-Faktor hat sie auf jeden Fall von 4. Das ist auch richtig mit der Anzeige. Traurig. Ran vermisst ihren Shinichi sehr. Verdächtig. Ran kommt Conan beinahe auf die Schliche. Ja, okay. Freundlich. Ran ist eigentlich immer gut drauf. Nicht immer, würde ich sagen. Kommt immer auf das Thema drauf an. Es geht auch direkt weiter mit Ranma an Hype und jetzt frage ich mich so langsam, warum habe ich das Magazin damals nicht verfolgt, wenn das so einen coolen Inhalt hatte? Wer oder was bin ich? Verwandlungschaos bei Ranma an Hype. Stellt euch vor, jemand schüttet euch ein Eimer kaltes Wasser über und schwupps, ihr seid ein Junge. Was für ein Schock. Ja, ich denke, für die meisten wäre es tatsächlich ein Schock gewesen, ob es jetzt peinlich ist. Na gut, ja. Abgehoben, Ranma hat seine eigene
Gangart. Ranma ist ja wirklich auf allem rumgeturnt, was ihm geboten wurde, also Zäune, Mauern. Hauptsache, er musste den Boden nicht benutzen. Hier oben haben wir einmal die Quellen. Ich fand es immer ganz interessant, wenn eingeblendet wurde, wie die Leute sich halt verwandelt haben. Jetzt nicht nur Genma und Ranma, sondern auch halt Shampoo oder Ryoga. Es war immer ganz amüsant, besonders die Erklärung von dem Typen, der die Quellen bewacht. Besonders, weil er das immer erst im Nachhinein erklärt, wo die jetzt reingefallen sind. Ranma als perfekter Ehemann. Ich glaube, darüber kann man sich wahrscheinlich streiten. Aber hier haben wir den perfekten Ehemann, nämlich Tatewaki Kono. Die coolste Sau der Schule. Apropos Sau, hier haben wir auch Pichan. Und Shampoo. Shampoo, ganz viel Liebe für Shampoo. Weiter geht's mit Kaede. Kaede ist ja sowieso die Badass Grandma überhaupt. Ich liebe sie, ich vergöttere sie. Und hier hat sie eine eigene Geschichte. Nämlich die jüngere Schwester von Kikyo. Schade, dass sie so runtergestuft wird, denn sie hat genug Eigenständigkeit. Es wird hier also wirklich geschrieben, wie Kaedes Werdegang war. Wirklich ganz interessant, wenn man halt sich jetzt nicht unbedingt in- und auswendig mit der Inuyasha-Lore auskennt. Cool hier, man kann tatsächlich DVDs gewinnen, die noch von Red Planet waren. Und das waren ja nur einzelne Volumes, das heißt, da waren vielleicht so 4-5 Folgen drauf, mehr nicht. Da konnte man sich tot sammeln, wenn man möchte. Und was musste man dafür beantworten? Welchen Beruf übt Kaede aus? Na, wisst ihr's? Weiter geht's mit Gianni Kamikaze Demon und ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe da tatsächlich ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Konkret geht's sogar um Miyako. Ein bisschen Vergleich zwischen ihr und Maron. Auch ganz interessant aufgestellt. Also zum Beispiel, dass beide 16 Jahre alt sind. Miyako ist Wassermann und Maron ist Zwilling. Und so weiter. Geheime Identität steht hier Gianni Kamikaze-Diebin und Miyako hat leider keine. Dafür ist sie temperamentvoll und Maron großzügig und hilfsbereit. Es geht natürlich nicht ohne die angesagteste Teenie-Band zu der Zeit, nämlich Tokyo Hotel. In dem Fall ein Sammelalbum mit 60 heißen Originalbildern, die man einsortieren konnte. Ja, vielleicht hat das ja auch jemand von euch. Jetzt haben wir es endlich, worauf ich mich wirklich schon sehr gefreut habe, nämlich die Traumpaare, eure Traumpaare, die ihr damals gewählt habt 2006. Und mit Abstand, also wirklich mit Abstand, hat Inuyasha und Kagome gewonnen. 60%, das ist Wahnsinn. Also wirklich absoluter Wahnsinn, wie beliebt dieses Paar war. Es ist Wahnsinn, wie beliebt Inuyasha damals war. Also wir haben es ja auch schon bei der Mega Hero gesehen, wo Inuyasha immer oben mit dabei war bei den Bewertungen. Aber hier 60% zu ergattern, ist schon echt phänomenal gut. Gerade so mit Konkurrenz wie Chiaki und Maron, Shinichi und Ran, Simbad und John, was im Prinzip eigentlich Chiaki und Maron ist. Egal, Mamoru und Usagi, warum? Das ist echt eine gute Frage. Warum wird hier Usagi als Usagi beschrieben, obwohl wir sie ja eigentlich zu der Zeit immer noch eher als Bunny kannten? Wer weiß, wer sich dazu entschlossen hat. Inuyasha und Kikyo sind auf Platz 7 und Ranma und Akane nur auf Platz 8. Das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich meine, wer erinnert sich nicht an Miroku und Sango? Was haben sie dann bei Inuyasha und Kagome geschrieben? Die beiden sind eure absoluten Favoriten. Sie kommen aus unterschiedlichen Welten und können trotzdem nicht ohne einander leben. Häufig necken sie sich, aber es gibt auch viele Szenen, in denen man merkt, wie sehr sie sich mögen. Sie sind sogar bereit, ihr Leben für den anderen zu riskieren. Das muss wahre Liebe sein. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Seid ihr auch für dieses Traumpaar oder hättet ihr andere gewählt? Hier unten seht ihr übrigens noch weitere Traumpaare, die es nicht in das Ranking geschafft haben. Und nein, ihr könnt das ebenfalls schlecht lesen. Das liegt nicht an der Kamera, sondern tatsächlich an der Zeitschrift. Ganz merkwürdige Schriftart, die damals ausgewählt wurde. Ich sehe aber Ruffy und Nami. Ich frage mich, wer auf die Idee gekommen ist. Eure Anime-Charts, und ich liebe Charts, weil da Statistiken sind und ich liebe Statistiken. Mal gucken, wer auf Platz 1 gelandet ist. Oh, wen überrascht es? Es ist tatsächlich Inuyasha. Der Halbdämon ist immer noch ein Hit. Danach haben wir Chiaki. Achso, es sind tatsächlich nicht Serien, sondern die 10 süßesten Anime-Boys. Okay, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber das ist trotzdem Inuyasha auf Platz 1, Chiaki auf Platz 2 und Shinichi auf Platz 3. Also ich habe ja schon letztens mal gesagt, weil, glaube ich, war das sogar beim Mega Hero Video, dass Shinichi wahrscheinlich eher meine Nummer 1 gewesen wäre. Aber ich durfte ja nicht voten, beziehungsweise habe ich nicht gewotet, weil ich die Zeitschrift damals nicht gesammelt habe. Es ist auch immer wieder geil. Chiaki auf Platz 2 und Sinbad auf Platz 9. Wer und warum entscheidet man sich, beide in dieselben Charts aufzunehmen, obwohl es dieselben Charaktere sind? Hier oben haben wir noch die 10 coolsten Anime-Girls, was im Prinzip dasselbe ist, was wir eben schon mal hatten. Bloß diesmal in einem Ranking. Da ist Kagome auf Platz 1, Sango auf Platz 2. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie ist wirklich sehr, sehr cool. Maron auf Platz 3. Haben wir noch irgendeinen Ranma-Charakter da? Hier,
Akane auf Platz 10. Ich meine nicht Akane, ich meine Arkane. Die gute Arkane, wer kennt sie nicht? Und hier unten ist das, was ich eben eigentlich schon vermutet hatte, nämlich die 10 beliebtesten Anime-Serien. Und auch da nimmt Inuyasha den ersten Platz ein. Sehr, sehr eindeutig. Welcher Typ Anime-Heldin bist du? Ich finde, die Zeit sollten wir uns definitiv nehmen. Hier geht's los. Erstmal hier zur Erklärung. Ja ist ein durchgezogener Pfeil und Nein ist ein gepunkteter Pfeil. Was ist denn die erste Frage? Ich habe mehr Freunde als Freundinnen. Nein. Dann gehen wir hier lang. Ich stehe total auf Liebesfilme. Ja, kann man sich immer mal ansehen. Am liebsten rede ich mit meinen Freundinnen über Boys. Boah, es kommt eher selten vor. In meiner Freizeit treibe ich viel Sport. Ja, tatsächlich. Mein Outfit ist eher sportlich. Ja, eher weniger. Ich kleide mich gern im Romantik-Look, was das auch immer bedeutet. Ich sage jetzt einfach mal nein. Ich hätte mal Lust auf einen richtigen Abenteuerurlaub. Ja, warum nicht? Die Abenteuerin wäre ich. Du hast sehr viel Fantasie und kannst dir allerlei wilde, verrückte Geschichten ausdenken. Am besten gefallen dir Serien wie One Piece in fernen Ländern, Abenteuer zu erleben. Das wäre für dich das Richtige. Du würdest auch gern auf Schatzsuche gehen und jeden Tag neue coole Dinge entdecken. Du bist sehr neugierig und offen für viele Sachen und scheust keine Herausforderungen. Ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut auf mich zu. Es hätte noch die Actionheldin geben können oder das Magical Girl. Ich weiß nicht, ob irgendeins von denen wirklich auf mich zutrifft. Aber vielleicht mehr auf euch. Ein Manga-Zeichenkurs ist wirklich sehr cool. Hätte ich vielleicht damals sogar gebraucht. Ich hatte zwar ein Buch, womit ich das hätte üben können. Ich habe es bloß nicht wirklich verwendet. Hier haben wir die Leseprobe von den Manga, von denen ich noch nie gehört habe. Vielleicht ihr mehr als ich. Aber natürlich von Panini. Immerhin ist das Heft auch von Panini. Also warum sollte man sich auch die Mühe machen, nicht eigene Werbung zu machen? Ja, immerhin ein paar Seiten, um da reinzukommen. Das ist ganz cool. Hier haben wir wieder eine meiner absoluten Lieblingskategorien, nämlich die Bilder von den Leser und Leserinnen. Da bin ich sehr gespannt. Was haben wir denn diesmal hier? Irgendwas, was ich erkenne? Es sieht fast, zumindest auf der linken Hälfte, nicht ganz so gut aus. Dafür auf der rechten ein bisschen mehr. Hier haben wir Finn. Da haben wir die Sailor Moon Truppe. Hier haben wir Yugi. Das kommt mir bekannt vor, aber ich komme gerade nicht drauf. Das könnte... Nee, ich habe absolut keinen Plan. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Rest sein soll. Vielleicht erkenne ich es auch einfach nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wie cool muss das gewesen sein, wenn man eine Fanzeichnung eingeschickt hat und das tatsächlich in der nächsten Ausgabe als Poster drin gewesen wäre? Also ich hätte mir die Ausgabe wahrscheinlich 20 Mal gekauft. Die obligatorische Lesepost darf natürlich auch nicht fehlen. Was haben wir denn hier so? Was hat denn hier zum Beispiel Sonja geschrieben? Ich bin ein riesiger Fan von euch und von Yu-Gi-Oh! Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr über die Serie berichten würdet, auch wenn sie bei den Jungs beliebter ist als bei den Mädchen. Ich habe auch ein paar Fragen. Könnt ihr mir sagen, wie alt My Valentine ist und auch wie groß, wie schwer und wann sie Geburtstag hat? Was haben die Millenniums-Gegenstände für Funktion? Ich kann mir das nicht merken. Das war's auch schon. Sonja, 14 Jahre alt, aus Ludwigshafen. Und was man wieder sagen muss, sie haben ausführlich beantwortet und die Fragen klären können. Sehr, sehr cool. Hier haben wir übrigens eine sehr schöne Fanzeichnung von Elisa Bergmann, die unter anderem Inuyasha, ist das Kagome? Ich glaube ja, Kagome, Inuyasha, Chippo, Miroku und Sango. Und hier haben wir noch Kirara, sehr süß. Das feuchtfröhliche Ranma an Hype-Quiz. Jetzt kann ich mal Werbung machen, denn ich werde nämlich ebenfalls noch einen Ranma an Hype-Quiz machen auf Twitch. Also gerne ein Follow lassen, damit ihr es nicht verpasst, sobald es kommt. Was haben wir denn hier so für Fragen? Wann verwandelt sich Ranma in ein Mädchen? Ich glaube, das kann jeder beantworten, selbst wenn er den Anime nicht gesehen hat. Wovor hat Ranma panische Angst? Tja, das ist wohl A-Katzen. Das ist auch noch sehr easy. Wer verliebt sich von der ersten Minute an in das Mädchen mit dem Zopf? Ich meine, allein die Bezeichnung Mädchen mit dem Zopf macht es sehr eindeutig. Natürlich Kuno. Bei wem wohnen Ranma und sein Vater Genma? Bei wem wohnen? Achso, ja, eindeutig bei Sanji, Horoshiya und den drei Schweinen. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Haben wir da noch? Bei den drei kleinen Sträuchen. Natürlich, bei den drei kleinen Sträuchen. Da bleiben wir bei. Wie heißt Ryoga mit Nachnamen? Hibiki, Chan, Honda, Toyota. Eindeutig Toyota, ne? In was verwandelt sich Ranmas Vater Genma bei Berührung mit heißem Wasser? Auch einfach. Was macht Ukiyo in ihrer Freizeit am liebsten? Kochen, klettern, kickern, Kino.
Was für Fragen mal wieder und was für Antwortmöglichkeiten. Dafür ist der Gewinn ganz cool. Man konnte die Filme gewinnen, die ich ebenfalls auf DVD habe. Leider nicht die Serie. Das wäre noch viel, viel interessanter gewesen. Hier haben wir wieder einen Comic. Das gab es ja bei der Mega Hero auch. Hat mich damals wie heute eher weniger interessiert. Und ein Horoskop. Das damalige Horoskop. Wollen wir doch mal gucken, was mein Horoskop sagt zum Jahr 2006. Und zwar im März 2006. Liebe, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, ist dringend ein klärendes Gespräch fällig. Schule, du versuchst mit möglichst wenig Aufwand dein Ziel zu erreichen. Das klappt nicht immer. Verdammt, schade. Allgemein, ein bisschen sportliche Betätigung wäre gut für dich. Das kann ich nicht verneinen, ist sehr allgemein gehalten. Und das war's auch schon mit der Ausgabe. 52 Seiten gefühlt ein wenig weniger als bei der Mega Hero, aber ich müsste nochmal gucken, ob das wirklich stimmt. In der nächsten Ausgabe hätte es einen trendigen Anhänger gegeben. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Yukiko anscheinend nicht so die Extras von Anime gehabt hat, sondern so allgemeine Sachen. Passt irgendwie nicht so gut zu einem Anime-Magazin. Dafür ist das Titelthema in der nächsten Ausgabe Ranma an Hype, chaotische Liebesbeziehungen. Wieder Ranma an Hype. Warum habe ich dieses Magazin nicht gelesen? Chippos erste Liebe. Ich meine, da sollten noch sehr viele kommen. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt einen Fokus auf die erste setzen musste. Und es hätte wieder eine Manga-Preview gegeben. Ich frage mich, warum das damals in der Mega Hero nicht der Fall war. Hier auf der rechten Seite habt ihr wieder diese Werbung mit den verschiedenen Artikeln, die man kaufen konnte. Die recht merkwürdig aussahen stellenweise, aber auch manches ganz cool war, wie die Bettwäsche von Inuyasha zum Beispiel oder Dragon Ball. Und weil es so schön war, machen wir direkt noch eine Ausgabe, nämlich die 02 2005 und Sango ist das Titelbild, das kann ja nur gut werden. 16 Seiten mehr Inhalt und das war ein Jahr vor der Ausgabe, die wir eben hatten, das heißt die Yukiko war schon mal kürzer als 52 Seiten. Ein Satin-Halsband als Extra war dabei gewesen, als Glücksanhänger, unter anderem Liebe, Glück, in zwei verschiedenen Farben. Poster natürlich. Sango, Dämonjägerin und liebesvolle Schwester als Titelstory. Dann hier wieder die Leseprobe als Manga und Psychotest und Detektiv Conan Herzschmerz. Yes, darauf freue ich mich schon. Ich meine, die Wings-Sammelkarten mussten ziemlich in sein. Die haben sich ein Jahr lang über in der Yukiko als Werbung auf der ersten Seite gehalten. Was ist da los? Hier geht's auch gleich wieder los mit dem Spotlight, so nennt sich die Kategorie, unter anderem mit ein paar Infos. Pretty Cure kommt auf RTL 2. 2006 sind sie, glaube ich, gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier 2005 war da schon fest, dass das tatsächlich kommen würde. Ja, cool. Und hier Leipziger Buchmesse, natürlich auch ein Paradies für Cosplayer und Anime-Fans inzwischen. Ich hoffe, da geht's dann demnächst auch mal weiter. Detektiv Conan, ein neuer Kinofilm. 2005 haben wir ja noch nicht mal ansatzweise davon träumen können, dass die auch hierzulande erscheinen. Inzwischen ist es ja soweit und wir können die sogar im Kino bestaunen. Damals im Programm Duel Masters, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokémon, Detektiv Conan und One Piece. Ein sehr schönes Programm, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen uns kaum streiten, dass Sango mit die coolste Charakterin aus Inuyasha war und deswegen kein Wunder, dass sie eine eigene Titelstory hier bekommen hat und ihr Leben ein wenig, ja, beschrieben wurde. Hier natürlich direkt Miroko als Misa Grappler, geht absolut gar nicht. Ihre Beziehung zu Kagome, Inuyasha sehe ich hier gar nicht. Also, okay, die hatten jetzt auch nicht wirklich viel miteinander zu tun innerhalb der Geschichte. Narakus fieser Plan, um Sango auf seine Seite zu ziehen. Die Liebe einer Schwester natürlich zu Kohaku und der Handel. Alles ein bisschen zusammengefasst, was Sango halt ausmacht und zu den Personen. Verzweiflung, Ran ist unglücklich. Ja, kein Wunder, wenn Shinichi nur alle 500 Jahre mal auftaucht. Herzschmerz, wo man nur hinschaut. Und ich glaube, das fällt auch sofort auf, denn Ayumi hat natürlich Augen auf Conan geworfen. Ai steht auch auf Shinichi. Und Ran, da müssen wir gar nicht lange überlegen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was am nächsten der Realität nahe kommt. Genta und Mitsuhiko stehen natürlich auf Ayumi, wirklich sehr komplexes Liebesdrama, was bei Detective Conan entstanden ist. Kam übrigens damals um 14.35 Uhr von montags bis freitags auf RTL 2. Sailor Moon hat in der Ausgabe auch eine eigene Kategorie bekommen, was sehr, sehr cool ist und freut mich auch riesig. Ein paar Hintergründe. Wir lüften die Geheimnisse um die erste und erfolgreichste aller Magical Girl Serien. Ich glaube, das ist kaum zu bestreiten, denn Sailor Moon hat ja wirklich das Genre geprägt. Die Bestimmung, wahrscheinlich wie Luna sie ausgesucht hat, aber hier steht echt überall Usagi. Das wundert mich ein bisschen, obwohl sie ja eigentlich hierzulande eher als Bunny bekannt war, besonders zu der Zeit. Sailor Moon bekommt Verstärkung, hier die Sailor-Truppe, die dazu gestoßen ist und Tuxedo Mask, der ziemlich unnütz war, aber egal. Hier ein paar Fakten zu Sailor Moon, was mich hier ein bisschen wundert.
Sierra Moon ist ein Originaltitel, habe ich noch nie gehört. 3 Filme à 60 Minuten. Ich hätte die Filme wirklich gern nochmal auf DVD und Blu-ray. Bitte, Kasi, bemüht euch da. Cardcaptor Sakura, auch ein wirklich sehr wichtiger Magical Girl Anime, der auf Jetix, nicht auf RTL 2 lief. Deswegen habe ich ihn nicht wirklich verfolgen können. Ich muss ihn nochmal irgendwann nachholen, weil ich habe sehr viel Gutes über die Serie gehört. Jun, die Kamikaze Demon. Sehr edler Versuch, hier die Schriftart von der Serie nachzumachen. Sieht eigentlich ganz cool aus, hätte man so nehmen können. Dreiste Diebin oder heilige Heldin. Kann man sich drüber streiten? Treffer, der Dämon ist gebannt, aber das Gemälde ist weg. Falle, immer wieder kommt Jun in Bedrängnis. Warten, Miyako und ihr Vater brauchen viel Geduld. Geschnappt, wird Jun tatsächlich verhaftet? Das ist eine sehr gute Frage. Hier übrigens Arina Tanemura, eine Mangaka, die Jun geschrieben hat oder gezeichnet hat, kann man glaube ich eher sagen. Zu ihr werde ich definitiv nochmal ein Video machen. Habt ihr euch ja gewünscht. Und hier muss man eindeutig sagen, die Mega Hero hatte eindeutig die cooleren Extras, weil sie sich auch mehr auf den Anime bezogen. Hier zum Beispiel Mondsichel-Anhänger, also quasi das Symbol von Sesshomaru. Ist das cool. Shaman King, Anna und Jo, hat ihre Liebe eine Chance? Und ich frage mich gerade, welche Liebe, weil größtenteils stammt das Ganze nur von ihr. Und sie zeigt ihre Liebe wirklich sehr, sehr merkwürdig gegenüber Jo. Ich freue mich aber trotzdem schon auf den Reboot. Der läuft zu diesem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, schon auf Netflix. Da werde ich reingucken, da die meisten Synchronsprecher aus dem Original wurden ja tatsächlich übernommen, was mich sehr gefreut hat. Hier auf der Seite haben wir Digimon. Hat mich eh schon gewundert, dass hier so wenig Digimon kommt, obwohl das ja so beliebt war. Rika und Renamon, der schwierige Weg bis zum Team. Ja, ich mag die beiden wirklich sehr. Und Tamers müsste ich definitiv nochmal rewatchen. Freue ich mich schon mal drauf, wenn ich das mache. Hier werden die beiden ein bisschen beschrieben, beziehungsweise ihre Beziehung zueinander. Und hier unten haben wir sogar Werbung für das Digimon-Magazin, beziehungsweise Digimon-Comic. Habe ich leider nie gelesen, aber war bestimmt mega cool. Die 10 süßesten Anime-Boys, das hatten wir ja eben schon mal. Also nichts unbedingt Verwunderliches hier, dass Inuyasha wieder auf Platz 1 ist, Chiaki auf Platz 2. Kai aus Beyblade auf Platz 3, das ist für mich tatsächlich ein bisschen wunderlich. Ranma auf Platz 4, Shinichi auf Platz 5, Sesshomaru auf Platz 6. Koji auf Platz 7, Rei auf Platz 8, auch aus Beyblade, 9, Marek Ishtar und auf Platz 10, Bakura. Schön, dass ja auch ein bisschen Werbung für Anime auf DVD gemacht wurde. Das lief ja damals nicht so sonderlich gut. Das hat sich ja erst mit der Zeit ein bisschen gebessert. Auch als natürlich auch Serien in größeren Boxen erschienen sind, als einfach mal 4 Episoden auf einer DVD, was bei einer 300 langen Serie schon ziemlich hardcore ist. Display in Stuttgart, hier auf der Sugoi 2004. Ich kenne diese Convention gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die noch existiert. Vielleicht könnt ihr da mehr zu sagen als ich. Auf jeden Fall, hier sind auch ein paar Cosplays abgebildet. Vielleicht erkennt sich da jemand wieder, der damals da war. Hier zum Beispiel Rin oder Anna oder was haben wir noch? Sesshomaru, Bakura, Link, Miroku. Ja, wirklich sehr, sehr cool. Gerade zu der Anfangszeit, als das in Deutschland erst so richtig begonnen hat mit Cosplay. Und da sind wir auch schon wieder bei den Fanzeichnungen. Ah, hier wirklich ein sehr, sehr süßes Bild von Jasmine, von Inuyasha und Kagome. Shinichi, das Bild kennt man sogar. Das ist, glaube ich, ein relativ offizielles Artwork, was hier zum Wiederzeichnen verwendet wurde. Ja, hier Digimon natürlich. Und was haben wir noch, was wir hier vielleicht wieder können? Hier drüben Maron und Jun. Hier Yu-Gi-Oh! Und ansonsten tue ich mich tatsächlich schwer, da irgendwas zu erkennen. Na gut, hier unten ist ja Sesshomaru. Ist das Finn? Ich weiß es gerade nicht. Das könnte Wings Club sein. Und was das ist, ist echt eine gute Frage. Das hier könnte wiederum Jun sein, aber da bin ich mir auch nicht zu 100% sicher. Könnte ich mich jetzt total in die Nesseln setzen, weil dieses gelbe Tuch da drüber passt irgendwie nicht ganz zu Jun. Und dann war es das Ganze leider auch schon wieder mit der Yukiko. In der nächsten Ausgabe gäbe es als Mega-Extra ein Original-Daruma. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht war das irgendwas, was zu der Zeit sehr beliebt war. Auf jeden Fall wieder nichts, was mit Anime in irgendeiner Weise zu tun hat. Zumindest nicht mit denen, die auf RTL 2 liefen. Was macht die coolen Anime-Boys so unwiderstehlich? Eine Frage, die definitiv gestellt werden musste. Und ist Kikyo ein Monster? Eine Frage, die ziemlich verletzend ist. Und damit war es mit der Yukiko auch schon. Wie hat euch die Yukiko gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Hier an meiner Seite findet ihr einmal das Video zu Mega Hero. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!